So, in diesem Video möchte ich euch vorstellen, was ich im August so bemalt habe. Im Prinzip nur ein Modell, und zwar hier das Modell für meinen Todbringer. Kein Original-Todbringer, sondern auch abgestimmt auf das Slaanesh-Thema meiner Armee. Und zwar vom Hersteller Raging Heroes. Das Modell der Aerilith ist so eine Drow. The Warlock heißt's. Also eine Hexerin. Und ich dachte mir, das ist für einen Slaanesh-Todbringer genau das Richtige. Der Todbringer hat ja ein ziemlich großes Space und das Modell braucht das Space auch. Also ihr seht's, mit diesen ausladenden Beinen geht's gerade noch drauf. Da beim Todbringer ja eigentlich eine Besatzung aus drei Chaoszwergen mit dabei ist, habe ich mir gedacht, da gönne ich der Dame auch mal zwei Leibwächter in Form von Chaoskriegern. Vielleicht kennt ihr die Modelle, also hier der links im Bild mit der Hellebarde. Das ist eigentlich ein Besatzungsmitglied vom Streitwagen aus der 5. oder 6. Edition. Den hatte ich noch in meiner Bitsbox. Und hier, der Kerl ist ein Chaoskrieger aus der 4. Edition. Mit Zweihandwaffe. Das Base ist sozusagen ein Prototyp, denn ihr wisst ja, für die schwarze Kutsche brauche ich auch noch ein Base und da habe ich hier mal Kork getestet, um ein Felsplateau darzustellen. Das ist so eine alte Korkplatte, die ich zurechtgeschnitten habe und dann eben hier die Ränder mit dem Teppichmesser noch bearbeitet habe. Sieht ganz ordentlich aus und sieht realistischer aus, als ob man mit richtigen Steinen arbeitet. Also das macht mehr einen Felseindruck als richtige Steine, die man einfach nur bemalt. Ja, vom Farbschema her habe ich mich wieder an die Armeefarben gehalten. Also blau-rosa. Und ja, bis auf den Körper, also diesen Spinnenunterkörper, den habe ich lila gehalten. Und dann eben nochmal trocken gebürstet, so ein bisschen heller. Ja, hier oben, ich weiß nicht, ob man es hier auf dem Video sieht, aber ich blende euch auf alle Fälle nochmal Bilder drüber. Die habe ich ja beim Entwicklungsprozess dann auch gemacht. Ja, insgesamt hat meine Armee dann ja doch auch einen gewissen Elfeneinschlag, denn diese anderen Raging Heroes Modelle verwende ich ja noch als Auserkorene. Und ich habe mir ja immer noch keine Hintergrundgeschichte überlegt für die Slaanesh-Armee. Mal schauen, vielleicht verknüpfe ich das mit etwas Dunkelelfen-Hintergrund. Auf alle Fälle lasse ich jetzt die Slaanesh-Armee mal für ein paar Tage, Wochen ruhen und das nächste, was ich dann weiter bemale, ist dann die schwarze Kutsche, werde ich dann auch wieder mitfilmen für das von der Box aufs Schlachtfeld. Und genau, also so wird es dann weitergehen. Ja, was war sonst noch? Ich habe in eBay Kleinanzeigen etwas herumgestöbert und da hat jemand seine Warhammer-Sammlung aufgelöst
Und da konnte ich einige Raritäten ergattern, die ich noch nicht im Besitz hatte. Und das möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Einmal wären das zwei Ausgaben Liber Chaotica. Ihr seht schon hier einmal Zensch und einmal Nörgel. Auf Englisch hat jetzt auch mit Regeln oder sowas nichts zu tun. Also das ist rein hintergrundmäßig. Und ich habe schon mal ein bisschen drin geblättert. Muss sagen, ziemlich toll. Also mit Geschichten auch von besonderen Charaktermodellen. Also hier eine Geschichte über Egrim van Horstmann zum Beispiel. Je nach Chaosgott werden da eben besondere Regimenter und Charaktermodelle beschrieben. Ich glaube unter anderem auch, ja genau, hier ist er. Zum Ecol Helbras zum Beispiel. Ich werde mir vielleicht auch die Mühe machen, den einen oder anderen Text zu übersetzen ins Deutsche und dann ein Video drüber zu machen. Ist bestimmt ganz spannend. So, also das waren die ersten beiden Bücher. Dann hier. Vielleicht stelle ich die Bücher dann auch einzeln mal vor, aber hier einfach mal ein kleiner Überblick. Das hier kannte ich gar nicht. The World of Warhammer ist anscheinend aus der fünften Edition, denn da sind die Bretonen und Echsenmenschen mit drin und ist anscheinend so eine Art erweitertes, ja, Bestiarium bzw. erweitertes Quellenbuch. Denn, also einige von euch werden es noch kennen, das Quellenbuch aus der fünften Edition, das da in der Grundbox mit dabei war. Und da wird halt die Warhammer-Welt beschrieben. Ist auch hier noch mit schönen alten Illustrationen. Das hier, glaube ich, war ja aus Warhammer Quest. Und ja, da findet man halt zu jedem Volk einige Seiten mit Hintergrund und Truppentypen, Landkarten. Da war ja im Quellenbuch damals, waren es, glaube ich, einfach nur 6 bis 8 Seiten, wo dann auch die Modelle drin waren. Und hier ist das halt so ein bisschen umfangreicher erklärt. Also auch mit Elfen- und Zwergenrunen und so weiter. Also ganz schöne Geschichte, habe ich mir gedacht, das kaufe ich dem auch ab. Hier zum Beispiel auch Illustrationen, die ich noch gar nicht kannte. Zum Beispiel der Odeon. Ich weiß nicht, ob das aus einer älteren Edition noch ist. Keine Ahnung. Ja, hier zum Beispiel die Illustration konnte ich auch nicht. Naja. Ganz schönes Sammlerstück. Chaoszwerge auch noch mit dabei. Und Hutte, ja, und hier hinten, genau, hier ist nochmal zum Beispiel eine Illustration, die mir neu war. Wahrscheinlich der Gorfang. Genau, und ganz hinten ist auch noch so eine, die Timeline, also die Zeitleiste, wann was passiert ist. Und hier auch dann pro Volk nochmal beschrieben, so die wichtigsten Ereignisse. Genau. So. Jetzt wird es ein bisschen älter. Wir gehen zurück ins Jahr 1987. Ravening Hordes, also sozusagen der Urvater der kriegerischen Horden aus der dritten Edition von Warhammer. Also da werden nochmal Zusatzregeln erläutert und halt die
ausführlichen Armeelisten vorgestellt. Untote. Also hier sieht man schon, auch in der dritten Edition waren die Eigenschaftswerte der einzelnen Modelle ähnlich. Bis auf hier Intelligenz. Ja, das hier weiß ich gar nicht. Also ich habe es mir noch nicht so genau durchgelesen. Das war ja da hier schon fast ein bisschen eher rollenspielmäßig. Genau, da gab es auch mehr Stufen von den Charaktermodellen her. Champion, Minor Hero, Major Hero, Wizard Level 1, 2, 3. Ja, und auch schöne alte Zeichnungen noch. Oh, was haben wir hier? Ah, ein Homunculus. Sieht schon fast eher aus wie ein Squig. Ja, auch noch mit teilweise anderen Völkern. Hier haben wir zum Beispiel die Nippon-Armeeliste. Die waren ja eher so an den Samurai angelehnt. Norse im Wikinger-Stil. Ja, Imperium, Zwerge, Elfen, Alliierte, Dunkelelfen, Gnome. Die Baumenschen sahen auch noch etwas anders aus. Seeelfen, also das war schon etwas verändert damals. Ja, wie gesagt, wenn ich mal Bock drauf habe, dann stelle ich die Bücher einfach mal im Detail vor. Beziehungsweise was sich da alles im Laufe der Zeit so geändert hat. Gut, dann hier, auch aus der dritten, das Warhammer Armies, ein Hardcover-Buch. Und ja, da sind im Endeffekt dann wieder die einzelnen Armeelisten drin vorgestellt. Magische Gegenstände. Und die Armeelisten mit den unterschiedlichen Truppentypen und Zeichnungen mit dazu. Herrlich. Was gab's hier für die Waldelfen? Gestaltwandler, Shapechangers. Ganz schön. Was haben wir hier für eine Armeeliste? Ah ja, Bretonia. Chaos. Ja, und hier seht ihr auch, was ich meinte mit eher rollenspielmäßig. Also da gab es dann immer die unterschiedlichen Charaktermodelle in verschiedenen Stufen mit Level 5, Held 10, 15 und so weiter. Die wurden halt dann da auch immer besser. Ja, also das war dieses Buch. Hier am Rand schon ein bisschen zerfleddert. Aber ja, wenn man bedenkt, dass das schon über 30 Jahre, 33 Jahre alles. Gut, und als letztes,
das Grundregelwerk von Warhammer Fantasy Battle der dritten Edition, auch von 87, glaube ich. Schauen wir da auch mal kurz rein. Auch schöne Farbzeichnungen. Genau, also da gab es auch tonnenweise verschiedene Sprüche. Aber jetzt keine Ahnung, wie das damals lief. Ob man die kaufen konnte oder dann auch erwürfelt hat, frag mich nicht. Muss ich mir erstmal durchlesen. Die Zeichnung hier kommt mir bekannt vor. Das glaube ich war auch auf der Box drauf mit den Grundfarben mal, soweit ich weiß. Schöne Sache, aber dann habe ich die Bücher auch mal. Fein. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder mal Spaß gemacht. Lasst mir gerne einen Kommentar da und dann nehme ich im nächsten Video mal wieder die schwarze Kutsche in Angriff und mache die weiter. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, macht's gut und bis dann.